So, wir sind wieder zurück, Männers und Frauen und Kinder und Tiere und auch alles, was hier alles lebt. In der letzten Folge haben wir die Farm, oder was heißt Farm, das Ding zu Ende gebaut, damit wir Essen haben erstmal. Ich bin gestorben und bin wieder von den Toten auferstanden. Wir mussten ihn wiederbeleben. Ab jetzt ist auch wirklich die Regel, sobald jemand tot ist. Ich muss kämpfen üben. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man kämpft in diesem Spiel, weil ich es zu lange nicht mehr gespielt habe. Ist ja egal, jetzt weißt du es. Ja, aber jetzt sobald jemand tot ist, zack, boom, ist er raus. Out of the game. Out of the game. Will ein anderer von euch meinen? Ja, jein. Also erstmal sollten wir schauen. So, warte mal, jetzt haben wir erstmal unsere Essensvorräte haben wir uns erstmal gesichert. Jetzt würde ich sagen, sollten wir anfangen, wirklich mal zu minen. Ich bin da schon dabei. Ja, Fackeln haben wir keine mehr, ne? Okay. Ich habe mir hier unten noch ein paar gemacht. Ich habe unten jetzt mal, da habe ich 2 Öfen hingestellt und eine große Kiste gebaut. Okay. Hier unten. Dann kann man hier unten nämlich auch gleich Sachen kaputt brennen. Und ihr könntet mir dort in die Kiste immer mal wieder Essen reinlegen und Holz. Ja, jetzt ich schau mal, dass wir jetzt da überhaupt einen schönen Aufgang haben, weil das geht mir auf den Sack, dass wir da jedes Mal hüpfen müssen. Nee, ist schon wieder eine Höhle und ich will in keine Höhle, Leute. Und dann geh halt nicht rein. Das ist ein Creeper. Alter, leck mich am Sack. Nee, ungern. Ich geh jetzt einfach mal hier. Ich gehe jetzt hier erstmal seitlich rein. Wie machst du den Aufgang so schön, dass man nicht einfach ein bisschen höher bauen. Dass du nicht mit dem Kopf ständig anstößt. Und Treppen halt hoch bauen. Aber da müssten wir, glaube ich, noch mal eins höher gehen dann. Du bist noch nicht auf Höhe 11. Nee, aber da unten kommen ein Haufen Höhlen und alles drum und dran. Ich will jetzt erstmal Eisen haben. Wir sind aber gleich auf Höhe 11, ne? Ich bin jetzt schon auf, weil man da unten ist, Höhe 21. Also wir müssten noch 10 Blöcke runter. Dann hätten wir es geschafft. Okay. Das erste. Und dann können wir von da unten anfangen, Strip minen. Da unten waren gleich Creeper, lass das zu. Lass das zu, wir müssen nach links gehen oder so. Weil da unten war gleich Creeper. Hey. Kevin, kannst du uns Holz runterbringen? Nein, Dennis erstmal nicht schubsen, weil ich bin jetzt gerade am struggeln. Ich wollte dich nicht schubsen. Alter, ich höre Enderman. Das ist ganz creepy. Hast du Fackeln? Nee, ich brauche Holz. Scheiße. Ich habe 5-mal gesagt, schon in der letzten Folge, bringt mir Holz. Ja. Grab gerade hier unten, Martin. Ja, super. Spitzhacke kaputt. Nee, das Ding ist, ich bräuchte jetzt eine Fackel. Kevin, kannst du uns Holz runterbringen? Na, ich komme jetzt, weil ich muss eh rein. Dann bringe ich euch Holz mit runter. Ich habe nur 24. Das reicht ja, wir haben ja Kohle, wir brauchen nur Holz. Holz. Ein bisschen was habe ich noch. Guck mal, Martin, hier 16 Fackeln. Ja, das reicht. Ich habe es euch reingetan. Perfekt. Das sollte reichen erstmal, bis wir auf Höhe 11 sind. So, jetzt müssen wir nur schauen, dass ich auf Höhe 11 weiterkomme. So. Ich habe es gesehen, dass da Eisen ist. Ich gehe da aber nicht rein. Zumindest noch nicht. Ich bin jetzt auf Höhe 21. Ich bin auf Höhe 14. 13. Aber warte mal, ich drücke auf F. Dennis, wenn du zum Beispiel die Fackeln in der Hand hast und F drückst, dann hast du sie in der zweiten Hand. Dann kannst du immer, hast du in der linken Hand die Fackel und in der rechten Hand die Spitzhacke. Ah. Und mit Rechtsklick tust du quasi die Fackeln ansetzen. So, ich bin auf Höhe 11 jetzt. Ich hab Diamanten. Geil, ich hab Diamanten. Jetzt freut man sich wieder wie so ein kleiner Elfjähriger, gell? Wie viel hast du? Das sind mindestens 4. Okay, das würde erstmal... Das ist stark, gell? So. Ich würde behalt erstmal einen, weil wir brauchen jetzt halt erstmal einen Zaubertisch, damit wir unsere Diamantausrüstung oder halt Diamantsachen erstmal... ich wäre froh, wenn wir jetzt erstmal Eisen hätten. ...bessern können. Ja, das auch. Oh, gleich haben wir die ersten Diamanten. Das können wir gleich Diamanten nennen, das Video. Ja. Geil. Eigentlich ist es gerade komplett scheiße, wie ich das mache, weil normalerweise müsste ich immer 2 Plätze freilassen und dann strippen. 1 Diamant, 2 Diamanten, 3 Diamanten, 4 Diamanten, 5 Diamanten, 6 Diamanten. Wir können dann alles erstmal automatisieren. Anfangen, ja. Auch mit Redstone, wenn es dann soweit ist. So eine automatische Weizenfarm oder sowas wäre halt mega geil, wenn wir die schon relativ früh bekommen würden. Oder allgemein so eine Mobfarm wäre auch geil. Ja. Einfach unendlich Knochen oder sowas zu bekommen, das wäre so ein Uff. Wäre schon so eine Sache, wo direkt wo ich direkt kommen würde. Kevin, was machst denn du jetzt eigentlich? Wie gesagt, ich kombiniere gerade Schweine mit Hühnern. Danke, Sau. Weil man stirbt so schnell. Mhm. Mhm. Dennis, du sprichst irgendwie so aus Erfahrung. Ja, ja. Woran das wohl liegt? Das weiß ich auch nicht. Ich habe halt schon lange kein Minecraft gespielt, aber früher bin ich oft gestorben. Da gibt es, glaube ich, eine Verzauberung. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das für alles gilt. Selbstreparatur. Da tun sich die abgenutzten Werkzeuge selbst reparieren. Das wäre auch vielleicht geil, wenn wir das hätten. Und Haltbarkeit auf jeden Fall und Effizienz. Wenn wir diese 3 Sachen auf jedes Werkzeug kriegen würden, dann GG. Mir ist ganz aufgefallen, ich spiele gerade Minecraft ohne Ding. Ohne Sound. Ach, also, schön. Ja. Naja. Das fällt ja jetzt erst auf. Also Ton schon, aber wird nicht mit aufgenommen. Das meine ich. Ah, naja. Machen wir eh nicht. Wenn man unsere wunderschönen Stimmen hat. Die Engelsgleichen. Leute! Bei mir hört sich an, als wäre gerade ein Panzer über mir drüber gefahren. Ich bin jetzt gerade in der Höhle drinnen, wo eigentlich nichts drin ist. Also schon, also an Erzen was, aber an Zombie oder sowas nicht. Soll ich mit zu dir kommen? Nö, brauchst du nicht, ich habe alles sicher. Tu jetzt nur noch abmeinen alles, dann muss ich eh erstmal hoch. Ach, krieg ich Paranoia, ey, ich sag's da. Redstone findet man auch gut hier unten. Das ist sehr gut, weil dann könnten wir eigentlich anfangen, in der nächsten Folge... Ich habe schon fast 3 Stack Redstone. Ich bin eigentlich noch. Ich wundere mich schon, warum ich eigentlich keine Essen verliere. Und ich höre Zombies und das. Ich habe richtig Paranoia, das ist nicht mehr schön. Was denkst du, wie es mir geht? Ich mach gefühlt jeden Block eine Fackel hin. Noch mehr Diamanten, Alter! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. 8 Stück? Jetzt hast du... Wir haben 14 Diamanten, ist das geil? Das ist geil. Aber das ist mega, Alter. Und das schon in Folge 2. Also wir brauchen mindestens 12 Diamanten, um für uns 3 Spitzhacken und Schaufeln schon mal zu machen. Ich muss sagen, ich wüsste gar nicht, ob ich Spitzhacken machen würde als Diamanten. Ich würde eher Schwerter machen. Und Brustpanzer eventuell, weil die Spitzhacke, ich sehe da jetzt keinen großen Mehrnutzen zwischen Diamant und Eisen, außer dass es ein bisschen schneller geht. Bisschen ist gut, ja. Aber ich würde deswegen jetzt nicht die ganzen Diamanten dafür rausklopfen. Weil im Endeffekt haben wir da mal die Diamanten nur kaputt. Ja, aber wenn wir schon Zaubertisch haben mit Selbstreparaturen und alles drum und dran, dann warum nicht verwenden? Das ist mega. Ja, dann ja. Warum dann nicht benutzen? So, dann tue ich jetzt die ganze Sache rein in den Ofen. Ich würde aber sagen, das Ziel in der nächsten Folge ist, dass wir alle komplett ausgerüstet sind mit Eisenrüstungen. Das ist ja mal so das nächste Ziel. Ja gut, ne? Dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Männers, Frauen, Tiere, Hunde, Katzen, Vögel. An alles, was uns zuguckt. Gott, Mary. Ja. Dann verabschieden wir uns. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.